Mein Name ist Sintoran Varadraja und ich bin Schriftsteller. Ich werde aus meinem Debütroman Vor der Zunahme der Zeichen, der 2016 im S. Fischer Verlag erschienen ist, lesen. Dieser Roman handelt von dem Verhältnis von Sprache und Tod. Das heißt, er erzählt von der Einsamkeit des Sprechens und der Einsamkeit der Sprache. Das vierte und letzte Asyllandheim, in dem wir wohnten, lag im Hinterhaus einer ehemaligen Metzgerei. Eine ältere Frau aus der Nachbarschaft begann uns zu besuchen. Unsere Mutter nannte sie Amma, und wir haben sie nicht Amma gerufen. Wir sagten Oma zu ihr. Wenn unsere Eltern arbeiten gingen, passte sie auf uns auf. Sie backte Käsekuchen mit Mandarinen. Sie feuchtete ihre Finger mit etwas Speichel an, wenn sie die Seiten umblätterte, und auch ich legte meinen rechten Zeigefinger auf die Zungenspitze, wenn ich so tat, als könnte ich bereits lesen. Wir wussten, dass sie sich auf den Sessel mit dem Rücken zur Tür setzte und fernsah, nachdem sie uns ins Bett gebracht hatte. Und dort, auf dem dunkelgrünen Stickmuster, wartete sie, bis unsere Eltern zurückkamen. Sie las uns die unendliche Geschichte vor. Sie las uns aus der Einheitsübersetzung vor. Sie sagte, hier in diesem Land, dürften wir nur Deutsch sprechen. Sie sagte, Tamil sei eine Katzensprache. Unsere Mutter nannte sie Amma und wir sagten Oma zu ihr. Ich kenne nicht ihren Vornamen. Sie hat alles für uns getan. In der oberfränkischen Kleinstadt, in der wir aufwuchsen, wurden anfangs drei tamilische Familien, zwei aus dem Iran und drei kurdische untergebracht, und jeder wurde eine kleine Wohnung zugewiesen, allen in diesem Haus. Wir wohnten im vierten Stock, die anderen verteilt darunter. Oma ließ die Tür einen Spalt weit geöffnet, damit der Fernseher uns nicht weckte und sie uns noch hätte hören können, wenn wir wach blieben und über die Spider-Man- und X-Men-Comics redeten, die wir unter der Decke mit Taschenlampen gelesen oder angesehen hatten. Mein älterer Bruder stand auf und schlich in den Korridor, so wie es immer tat, wenn er nicht einschlafen konnte. Und manchmal folgte ich ihm auf gespitzten Zehen. Wir standen im Türrahmen, angelehnt und Rücken gebeugt, und wir schauten durch den feinen Streifen Licht, den Oma ließ, und er flimmerte. Hellbläulich schien er auf unseren Pupillen, an ihren unter Glas vorbei, und wir werden uns das halbierte Auge zerstört haben am Grund der Bilder. Als sie starb, sagte ihr Sohn zu meiner Mutter, sie können aus ihrer Wohnung nehmen, was sie braucht. Meine Mutter nahm ihre Brille. Sie liegt auf dem provisorischen Hausschrein, einem mit weichem Strohgeflecht bezogenen Stuhl, neben dem Bild ihrer Eltern. Ich erinnere mich. Wir wussten, wann Aktenzeichen XY lief. Die Sendung hatte bereits begonnen. Als wir nach 10 oder 15 Minuten die Wörter »tamilische Flüchtlinge und Sri Lanka« hörten, schob mein Bruder mich mit seinem Ellenbogen zur Seite, aber ich konnte aufgequollene Körper noch sehen, kurz und an der Oberfläche, für einige Sekunden Wasser im Fleisch. Es war nicht blau und nicht rot und nicht grün und nicht lila, aber es war schwarz und weiß, unterschiedslos, so wurden sie gezeigt in dieser Lage. Ich erinnere mich nicht an den Namen des Flusses, und auch nicht an den einer naheliegenden Ortschaft, die genannt wurden, bestimmt. Sie könnten in der Nähe der tschechischen Grenze vielleicht, vermutlich gelegen haben, und vielleicht, vermutlich liegen sie noch immer dort, in einer Gegend, die sich kaum nennt und in der sich nichts vielleicht erinnert. Das Prinzip aller Dinge ist das Wasser. Aus Wasser ist alles, und in Wasser kehrt alles zurück. Es nimmt und nimmt Gedächtnis. Sie hätten Schnee gegessen. Sie wollten nach Deutschland kommen, hierher, durch Wälder und durch dieses kleine Stück noch zu Fuß. Das konnte ich hören, durch den Spalt, den Oma ließ, bevor sie sich umdrehte und uns sah. Unter Glas, Körper ohne Bewegung, in rückengebeugter Form und die Flüssigkeit auf dem Schlafanzug meines älteren Bruders, über seine Beine rann, langsam.